Von dem alle reden. Damit ihr wisst, wen wir meinen, zeigen wir jetzt unsere Reportage. Dürfen wir vorstellen? Hier kommt das frisch gebackene Pop-Ehepaar Sandra und Michael Cretu. Am 7. Januar hatten sie heimlich im engsten Freundeskreis auf Ibiza, wo sie seit einigen Monaten ein Sommerhaus besitzen, geheiratet. Um einen großen Presserummel zu vermeiden, verzichtete die sonst so romantische Sandra auf eine weiße Hochzeit. Und man gab sich das Ja-Wort vor einem spanischen Standesamt. Trauzeugen waren Hubert K. und Freundin Susanne. Rechtzeitig, als ihr Everlasting Love in den Hitparaden zu finden war, fasste Sandra den Entschluss, ihre große Liebe Michael, mit dem sie seit 6 Jahren zusammenlebt und der bisher ihr Produzent und Berater war, zu heiraten. Im Keller ihres gemeinsamen Hauses in Münchens Nobelvorort Grünwald betreibt der Michael ein super Tonstudio und hier entstehen die Hits, die Sandra weltberühmt gemacht haben. Hits wie zum Beispiel dieser hier. Klar, dass Michael Cretu auch schon mal in Sandras Videos auftauchte, wie hier als Midnight Man. Sandras große Solo-Karriere begann ja bekanntlich 1985 mit diesem Song, Maria Magdalena. Bis heute verkaufte sie davon weltweit über 4 Millionen Schallplatten und wurde mit Gold- und Platin-Trophäen überhäuft. Und das im zarten Alter von 23 Jahren. Gern erinnert sie sich zurück an ihre Kindheit in Saarbrücken. Es war von Anfang an ihr Traum gewesen, einmal eine berühmte Sängerin zu werden. Ihre Eltern erkannten früh das Talent des Teenies und mit 12 Jahren durfte sie ihre erste Platte veröffentlichen. Natürlich musste sie auch in der Schule erst noch was leisten und den Realschulabschluss machen. Aber 1978 wurde sie bereits Leadsängerin von der Mädchenband Arabesque, die vor allem in Japan Charterfolge feierte. Aber sich die Fans mit 2 anderen Mädchen zu teilen, das befriedigte sie nicht. Michael Cretu war es, der sie zur Solistin machte. Jetzt ist sie am Ziel ihrer Träume. Die Fotografen reißen sich um sie wie um ein berühmtes Fotomodell. Die Annehmlichkeiten des Lebens kann sie sich jetzt leisten, inklusive ihrem ganzen Stolz, einem Trakehner-Reitpferd, das sie so oft ausreitet, wie es ihr Terminkalender zulässt. Seit 7. Januar hat sie nun auch noch einen netten Ehemann. Was fehlt da noch? Ich bin im Moment, es wird mir zwar keiner glauben, aber ich bin wunschlos glücklich. Und der nächste Hit ist auch schon programmiert. Mit der Tatort-Melodie Stop for a Minute. Yeah.
Wochen das Traumpaar der Woche bei uns im Studio. Sandra und Michael Cretu, ihr habt geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Erstmal, dann stoßen wir erstmal drauf an, wenn wir schon mal Sekt hier haben. Prost. Prost. Auf eure Hochzeit. Eine Frage, ihr habt das Ganze sehr geheim gehalten, auf Ibiza habt ihr geheiratet. Warum denn keine große, pompöse Hochzeit hier in Deutschland? Ich? Der Grund ist sehr einfach. Du siehst es auch hier, wir haben es versucht so geheim zu halten, wie es nur geht. Und kaum ist man zurück, schon weiß es doch jeder. Und wir wollten einfach vermeiden, dass man an diesem Tag, der eigentlich, sagen wir jetzt, einen neuen Abschnitt im Leben darstellt und so, dass da 1000 Leute um uns rum sind und fotografieren und fragen und nerven. Ich meine, was verständlich ist, die Leute wollen es halt wissen, aber andererseits wollen wir auch Zeit für uns haben und nicht für andere Leute. Und das war eigentlich der Grund, sonst keiner. Leute, die euch kennen, die wissen, dass ihr schon lange Zeit zusammenlebt. Da fragt man sich, warum habt ihr jetzt geheiratet? Kommen jetzt Kinder oder ist es nur die Steuer oder nichts? Weder noch. Nee, es war... Entschuldigung. Ich glaube, es war schon lange fällig und das hat sich... halt jetzt irgendwie so ergeben, weil wir kennen uns schon und leben miteinander seit über 6 Jahren und halt irgendwann mal muss es stattfinden. Können wir denn mal eure Ringe sehen? Ich meine, habt ihr noch richtig so mit Hochzeitsring und sowas geheiratet? Nee. Wie ich das bei der Sandra sehe, die hat noch ein paar andere Ringe an. Zeig doch mal. Jetzt, das ist er. Das ist der Hochzeitsring von Sandra. Ja, der kleine Schmale. Ah, der kleine Schmale. Ja, ich trage ihn am Hals. Bei so einer romantischen Hochzeit auf Ibiza fragen sich Leute natürlich jetzt, habt ihr denn auch wenigstens auch eine richtig schöne romantische Hochzeitsnacht anschließend verlebt? Was romantisch? Muss die Sandra aber was dazu sagen? Da gibt's eigentlich nicht viel dazu zu sagen, wenn man sich 6 Jahre kennt. Naja, also wird ja wohl noch Romantik dabei gewesen sein. Ne? Natürlich, wir sind sehr romantisch. Muss Liebe schön sein. Also das Brautpaar, die beiden, sehen sehr gut und sehr glücklich aus. Wir schauen uns jetzt Eric B. and Rakim mit Paid in Full.